Hallihallo, das verliebte Let's Player-Pärchen ist zurück. Lightcatcher und Julina84. Genau so. Hallöchen. Super Schatz. Ja, so. Guten Tag. Guten Tag, ja. Du bist mir entschieden zu albern in letzter Zeit. Es tut mir leid. Okay, schon gut. Okay, pass auf, wir sind jetzt vor der Tür. Die Tür, die spannende Tür. Was wird uns dahinter erwarten? Geh einfach mal vor. Ich gehe einfach mal. Ja, die haben wir auch schon Stellung bezogen. Genau, wir haben jetzt ja das. Genau, das Team wurde jetzt ja, ne? Tuvok hat jetzt ja hier unsere Tails ja in den Shell mitgenommen. Jetzt haben wir hier Jiro. Ist und das ein Kerl oder eine Frau? Das ist eine Frau. Juliette Jiro. Ach, Juliette. Ach so, okay, ja. Und sie stimmt, ist, sie hat, man sieht's auch am Dutt. Am Dutt, genau, richtig. Und das ist Chang. Die zwei sind im Übrigen auch ein Pärchen. Ja, siehst du, dann können wir hier. Aber die tuddeln auch nicht so rum. Nein, 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 die sind ja jetzt im Dienst, genau. Und wir sind auch im Dienst. Wir sind auch im Dienst. Wir machen also Aufnahmen, genau. So, Mr. So. Lightcatcher, machen Sie hinne. Jo, betrete neuen Bereich. Die Übermacht klingt scheiße. Klingt böse. Ja, so. Ich glaube, jetzt kommt gleich eine Zwischensequenz. So ziemlich jetzt. Eine spannende, wo wir... Captain, wir halten hier fest. Halten Sie durch, Commander. Wir sind auf dem Weg. Oh mein Gott, was ist das? Garg? Ja, er hat gestört. Ich kann sie nicht lesen. Sie müssen von... Genau, Juliette Jiro ist Betasoidin. Das heißt, sie kann... die haben diese scheiß Energiewellen hier. Das sind richtig fiese Gegner. Weil man kann diese blauen Energiewellen bedeutend schlechter ausweichen als den... gelben Kugeln. Ja, okay. Das passiert jetzt. Das muss so etwas wie eine Inkubationskammer sein. Das ist eine ganze Armee von den Dingern. Für so etwas wie eine Invasion. Hier gibt es genug, um einen ganzen Planeten zu zerstören. Nicht nur einen Planeten, sondern eine ganze Galaxie. Diese Reaver sind die ultimativen Killermaschinen. Wir haben tausende von euren Jahren damit zugebracht, Spezies von überall aus der Galaxie zu entführen. Unsere Sonden haben Welten gefunden, von deren Existenz eure Föderation nicht einmal träumen würde. Wir haben alle Spezies untersucht, seziert und ihre DNA modifiziert. Wir haben die ultimative Kriegerrasse geschaffen. Ihr und eure gesamte Galaxie werdet den Vorsorg dienen. Nein! Wir werden sie aufhalten! Bedauernswerte Kreatur. Für die Vorsorg seid ihr nichts weiter als eine Plage. Belästigung, die man zerquetschen sollte wie ihn. Was ist geschehen? Wir Betazoiden sind Telepathen. Ich konnte seine Stimme ablocken, jedenfalls für kurze Zeit. Sind Sie in Ordnung? Ja, ich... es hat nur viel Kraft gekostet. Es geht mir gleich wieder gut. Tuvok, hier spricht Monroe. Wir haben den Hauptschacht gefunden und hatten gerade so etwas wie... Kontakt mit dem Wesen, das die Station anscheinend kontrolliert. Ja, Fenrich. Wir haben die gleiche Botschaft erhalten. Wir erholen uns gerade noch davon. Sie erschaffen eine Armee von Drohnen. Sie sind wie die Borg. Korrektur. Die Borg suchen nur nach Perfektion. Diese Vorsut versuchen, alle geringeren Wesen zu vernichten und ganze Galaxien zu dominieren. Sogar noch schlimmer als die Borg. Sir, wir können nicht einfach nur den Generator abschalten. Wir müssen die gesamte Station zerstören. Ich stimme zu, Fenrich. Meine Teams werden damit anfangen, Sprengladungen anzubringen. Bewegen Sie sich mit Ihrer Mannschaft weiter den Schacht hinunter zum Generator. Sie müssen ihn zerstören, bevor wir die Detonationspacks zur Explosion bringen. Die Voyager kann dann die Region vor der Explosion verlassen. Verstanden. Monroe, Ende. Oha. Was ich nicht verstehe. Fenrich ist doch der unterste Rang überhaupt, oder? Ja, Fenrich ist ein unterer Rang, aber nichtsdestotrotz hat man wohl momentan die Führung über das Desert-Team. Befördern, befördern! Ja, vielleicht am Ende vom Spiel, mal gucken. So, ja, wir haben den Vorsort gehört. Ist ja ekelhaft. Ist ekelhaft, oh ja. Naja, aber für einen Endboss würde ich sagen... Absolut angemessen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, überall diese Dinger, Und da hüppen wir jetzt runter, oder was? Wir hüppen da nicht runter. Das wäre, wie wir so schon gesagt haben, Instant Kill. Ach so. Ja. Hier nochmal ein bisschen Energie auffüllen.
Und Achtung! Da hinten Viecher killen. Gegner auf 12 Uhr. Gegner auf 12 Uhr, genau. Ermorden, ermorden. Oh ja, ganz dringend Energiekristalle. Sehr, sehr wichtig. Das ist auch gut. Ja, dann gehen wir nochmal durch. Da hinten sind auch noch welche. Durch die Tür aus. Da hinten links, glaube ich, waren welche. Ja, die sind mir egal. Die sollen dann in ihren komischen Gläsern bleiben. Hier sind überall welche. Aber nee, ich meine Energiekristalle. Energiekristalle? Wo sind Energiekristalle? Ich dachte, ich hätte mich noch welche gesehen auf der anderen Seite, oder nicht? Nee, also ich sehe hier keine mehr. Nicht? Ich glaube nicht. Wischmisch verguckt? Wahrscheinlich. Wäre und schön ich? Gewesen, wenn du recht gehabt hättest, aber. Ich dachte, na gut. Da sind welche. Da hinten. Auch nicht schlecht. Mach nochmal. Vielleicht kann man die jetzt zwischen den Türen einquetschen. Das wäre toll, aber es geht nicht. Ja, ausprobieren. Vielleicht geht's ja doch. Nee. Jetzt sind wir ja nur zu dritt. Ist das nicht ein bisschen wenig? Naja, wir haben uns halt, glaube ich, jetzt... Ich weiß nicht, sind es jetzt gerade zwei oder drei Teams? Ach so, die sich... Weißt du, das sind mehrere Teams auf der Forge jetzt verteilt, die Sprengladung anbringen und so weiter. Unser Team besteht in diesem Fall aus drei Leuten. Das ist bei der Menge an Gegnern wirklich wenig, aber... Wir sind ja das Hazard-Team. Ausgebildete Spezialeinheit. Was ich noch nicht so ganz kapiert habe, dieser Typ, dieser Ober-Igel-End-Boss-Typ. Der Vorsod, ja. Der Vorsod. Wie hat er jetzt mit uns Kontakt aufgenommen? Er hat Telepathie angewandt? Genau, er hat uns... Und wo ist der jetzt gewesen? Irgendwo hier auf der Forge. Das werden wir noch rausfinden, also wo wir der haben, hockt. Das ist auch der Endboss? Ja, das ist der okay. Endboss. Und er hat uns halt irgendwie... Wir haben seine Stimme und diese Bilder in unserem Kopf gesehen. Das war eine Vision. Ah, quasi. Alles klar. Und hier, sie, ne, als Telepathin, er ebenfalls Telepathin, konnte das dann abblocken. Weil anscheinend, so wie das scheint, war diese Vision auch schmerzhaft. Ja, wir sind ja alle umgekippt. Genau. Na gut, wir fahren jetzt mal mit dem... Hoch oder runter? Runter. Wir haben ein paar Ladungen angebracht, aber wir haben Verletzte hier. Wir versuchen, zu den Shuttles zu kommen. Verstanden. Wir müssen noch ein paar anbringen. Okay, das erste Team ist schon fertig und bereits auf dem Rückweg. Wir haben noch nicht sehr viel geschafft. Hier sind doch Gegner. Ich sehe es genau. Kommt raus. Meets. Meets, genau. Boah, diese Viecher, diese... Geh sterben. Also die mit den komischen Psychowellen, da sind ja echt die miesesten. Das da. Ach, diese, okay. Diese blauen, du kannst denen fast nicht ausweichen, weil die... Je weiter du weg bist, desto mehr breiten die sich aus. Ja, dann musst du... Mir würde jetzt keine Taktik einfallen. Ja, auf die Nähe, aber das ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Ja, okay, Moment. Man kann jetzt noch... Ne, hier ist ja so ein Energiestrahl. Da können wir jetzt hochschweben. Ist ja lustig. Ja, finde ich auch. Und dann können wir da hinten zum Beispiel an die Lebensenergie, was ich sehr, sehr gut finde. Genau. Und jetzt können wir wieder runterschweben. Da wieder runterschweben, genau. Hopf. Nee, hüpf. So, und dann war noch ein Energiekristall. Ist natürlich jetzt Verschwendung, weil... Aber egal. Haben wir noch einen auf Vorrat. Ich habe die letzten Sprengladungen angebracht. Ja, in Deckung. Wir müssen hier raus. Ich hole eines der Shuttles. Bleibt hier am Ball, Turok. Mann, da geht's ab. Okay, wir gehen weiter. Ich würde ja mal zwischendurch speichern. Also, ich meine... Na, ich speichere jetzt nicht. Vor ganz schwierigen Stellen vielleicht, aber... So. Wieder ein großer Schacht. Den kennen wir. Da waren wir vorhin oben. Haben wir diesen Kran. Diesen gar nicht haben wir so gesehen. Groß aus. Ja, ja. Aber wie ist das jetzt? Diese Monsters leben, wohnen, keine Ahnung, da in diesen achteckigen Dingern drin? Oder was? Oder wie? Ja, in diesen... Na, da werden sie gezüchtet, in diesen Glascontainern. Also das sind ihre Zuchtbehältnisse. Inkubationskammern. Ja, Inkubationskammern. Genau. Genau das wollte ich doch sagen. Ja. Im Brutraum, genau. Brutraum, genau. So, erstes kleines Rätsel. Aber wie kommen wir darüber? Pass mal auf, siehst du was? Der schwebt in der Luft. Warum? Guck mal, was die machen. Da ist bestimmt noch ein Kraftfeld. Ein Kraftfeld. Ja, aber
aber es ist segmentiert. Da sind überall Löcher. Es muss ein Muster darin zu finden sein. Ja, ist auch. Und zwar macht ihr das folgendermaßen. Ihr nehmt den Phaser, weil der verbraucht keine Waffenenergie. Weil die lädt sich ja von selbst wieder auf. So, und jetzt feuern wir einfach immer mal. Und laufen dann darauf. Ja, und dann feuert man immer, wo man dann zum nächsten hinlaufen kann. Ja. Wenn man es jetzt nicht so blöd anstellen würde wie ich. Ah ja, okay. Und die anderen kommen uns dann nach. Ist ja lustig. Ja. Besonders cool war das. Das Spiel ist ja schon alt. So, ich hatte damals eine Grafikkarte von Elsa. Die Riva TNT. Für die gab es eine 3D-Brille. So wie es das heute wieder für die Nvidia-Karten gibt. Diese Stelle war einer meiner Lieblingsstellen, weil das mit dieser 3D-Brille so hammergeil rüberkam. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, man würde da ziemlich tief runterfallen. Und das war... Mit der 3D-Brille war das ein geiler Effekt. Elsa? Ja, es gab früher mal einen Grafikkartenhersteller, der hieß Elsa. Die gibt's heute nicht mehr, die sind pleite. Es ist wirklich alt. Ich würde sagen, die jüngeren Leute von euch, die kennen die gar nicht, weil da wart ihr noch zu jung für Computer. Ja. Sieht lustig aus. In anderen Worten, hätte sich in die Hose gemacht, ja? Chell hätte sich in die Hose gemacht, richtig, genau. Das finde ich blöd. Ja, ich auch. Da muss noch irgendwo eine Schleife laufen, bestimmt. So geht das. Weil, wenn es ein einfacher Weg wäre, wäre es kein Computerspiel. Richtig, genau. Und die anderen haben es auch geschafft. Die laufen halt gerade mal in der Luft so rum, ne? Super, ich höre es krabbeln. Achtung, Monster. Ja. Das hatten wir jetzt von hinten gehört. Leute, mitkommen. Ja. Gut. Zack, zack. Damit wäre das auch geschafft. Ja gut, schwierig war das Rätsel in Anführungszeichen jetzt nicht. Aber mal ein netter Part. Also ich wäre jetzt so nicht drauf gekommen. Mit ausprobieren schon. So, Energie... Wir haben den letzten der Detonationspacks angebracht. Gut, Fenrich. Gehen Sie zu den Shuttles und kehren Sie zu Voyager zurück. Ritzel, Brutzel, Kratzel. Oh, das sind doch ein paar mehr. Können wir sowas wie Bomben schmeißen? Haben wir nicht, ne? Doch, wir können auch Bomben schmeißen. Hier. Kaboom. Nein, die sind nicht so zielsicher. Nee, die sind nicht wirklich zielsicher. Sie sind effektiv. Die kannst du benutzen, wenn du in so eine Menge was reinschmeißt, ne? Das haben wir ja gemacht, du erinnerst dich? Auf der Voyager, als uns die Harvester angegriffen haben. Ach ja, richtig. Da haben wir die gebraucht. Also da fand ich die sehr, sehr sinnvoll. Jo. Oh, du frierst? Hier wird ein wenig cold, aber es geht. So, okay, wir nehmen den Aufzug und fahren runter. Den Fahrzug, den Aufstuhl. Ach, seitdem ich das einmal in diesem LP hier aus Versehen versprochen habe, kriege ich das nicht mehr aus meinem Kopf. Das ist schlimm, wenn sich Versprecher so festfressen. Ja, oh ja, das stimmt. Mein Schatzi ist der Beste für lustige Versprecher. Ja gut, das wissen meine Leute, die hier zuschauen. Hast du schon mal von deiner Kiste Cola erzählt? Von meiner Kiste Cola habe ich noch nicht erzählt. Nein, ich... Oh, das war so peinlich. Ich war mal Getränke kaufen und... Du wolltest eine Kiste Cola. Ich wollte eine Kiste Cola. Hast aber gesagt... Und guck die Verkäuferin an und sag, ich hätte gerne eine Kostekila. Und sie schaut mich an und fängt das Lachen an. Und ich habe es erst gar nicht gerafft und sage nochmal, ja, ich hätte gerne eine Kostekila. Sie lag auf dem Boden, dann habe ich es auch gerafft und mich verbessert und... Oh. Schade, dass ich nicht dabei gewesen bin. Ja, da kannte ich dich noch gar nicht, oder? Jawohl. Ach doch, ich habe es dir dann per E-Mail geschrieben, ja, genau. Ja, ja, ja. Oder nein, per SMS. Oder so. Oh, es das war so auch peinlich, echt. Obwohl, grundsätzlich ist auch nicht schlecht. Ja, das war ja dann bei Zelda, mein Versprecher. Oh Mann. Wieso verspreche ich mich so oft? Ich weiß Weil es niedlich ist. Je mehr du dich versprichst, umso niedlicher finde ich es. Okay, das Obwohl, ist gut. Ich meine, Männer mögen es ja nicht, wenn man sie niedlich findet. Ich nehme fühle ich mich in meiner Männlichkeit beleidigt. Nein, ach was. Was weiter für? Okay. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, zum Spiel zurück. Ja, ja, wir wollen jetzt dieses Energiedämpfungsfeld. Das wollen wir ja kaputt machen. Na? Ja. So. Neues Level. Welches kann man... Speichern. Die Zerstörung. Speichern. Also ich kann das nicht. Doch, du kannst es.
Nee, aber nicht so gut. Also, nee, ich kann es überhaupt nicht. Stimmt gar nicht. Also unser Lieblingsdialekt ist überhaupt hamburgisch, ne Schatzi? Ja, also, ne? Meiner zum Beispiel. Norddeutsch. Mir hat da ja mal einer in die Kommentare geschrieben, dass ich mal so einen ganzen LP-Port in Norddeutsch machen soll. Oh nee, das muss man gar nicht sagen. Da muss ich mal eine Umfrage starten, was die Leute davon halten, ob man das wirklich machen sollte oder nicht, ne? Boah, das wäre ja schon lustig. Nein, ich glaube, da würde ich mich blamieren. Okay, ich lasse es... So, okay, ich lasse es bleiben. Uppala, schon wieder hier diese... So. Der Witz ist ja... Konzentrieren Sie sich auf die Monsterzerstörung. Genau. In der Anleitung zu dem Spiel... Oh! Ja, ihr könnt hüpfen. In der Anleitung zu dem Spiel, die bei der Spieleverpackung mitgeliefert ist, sind auch die Gegnertypen beschrieben. Oder die Readme-Datei war es, glaube ich. Diese Viecher, die hier so, whoppala, diese Psycho... Ja, also genau, das hier sind die Reaver. Die Flummis verschluckt. Die Flummis verschluckt, genau. Was denn? Süß. Was ist daran so lustig? Ich fand das jetzt lustig. Na gut. Also man weiß, der Warsaw hat ja gesagt, diese komischen Dinge, die Game-Energie-Kugeln schießen, heißen Reaver. Was ich sehr lustig fand, diese Viecher, die diese Psycho-Attacken weghauen, diese blauen, die heißen Avatare. Ach. Ja, fand ich höchst interessant. Ja, das ist irgendwie ein Wort, das irgendwie höchst oft gebraucht wird in der Fantasy-Szene. Fantasy-Science-Fiction. Genau. Avatar, das heißt irgendwie so alles und nichts. Also es kann irgendwie alles sein. Ja, dann im Internet ja noch, ne? Ein kleines Bildchen, ein das Avatar. Das für einen jemand anders steht. Und überhaupt. So, wir haben gerade die Brücke ausgefahren. Hüpfen also, und diesmal springen und nicht abstürzen. Richtig. Also mit Anlauf. Juhu! Streuen, perfekt. Achtung, Monster, auf. Mann, alle haben es geschafft. Nur wir haben das Dämpfungsfeld noch nicht ausgeschaltet. Wir sollten in die Puschen kommen. Oh, da unten grunzt etwas. Es grunzt? Ja, ich hab's gerade... Hörst du das nicht? Doch, ich hör's auch. Das hört sich höchst unsympathisch an. Das ist bestimmt irgend so ein montiertes Monster... Wildschweinmonster. Wildschweinmonster, genau. Ein Ungeheuer. Aber wenn ich dieser Warsort wäre, ich hätte ja den Viecher noch das Fliegen beigezüchtet. Ich wollte doch da... Leute, warum nimmt ihr nicht den... Habe ich dich jetzt abgelenkt? Nein, du hast nichts falsch gemacht. Aber die... Wieso eigentlich, was denn? Eigentlich wollte ich da hinten hin, zu der Life Energy. So. Und jetzt? Und du gehst jetzt... Ist die eigentlich dumm oder was? Wenn ich jetzt den Fahrstuhl benutze, quetsche ich sie doch ein. Chiro, geh da weg. Bitte. Okay, sie ist gegangen. Oh. Das wär's ja noch gewesen. Oh, das wäre so scheiße gewesen. Weil das hätte die, glaube ich... Dann hätte ich ganz viel gelacht. Toll. Vielleicht auch noch mehr. Okay, so. Oh ja, gleich doppelt Waffenenergie. Aber wir haben voll. So. Wieder ein Aufzug. Wo kommen wir hin? Ich will dieses Dämpfungsfeld abschalten. Wo ist der Generator? Gegner. Monster. Müssen die hier unten wachsen lassen. Okay. Ja. Ist ja ekelhaft. Wir müssen das Material, das von den Harvestern gesammelt wurde, für den Bau der gesamten Ausrüstung benutzen. Ja, scheint so. Harvester sind jetzt diese Kriechviecher? Ja, Harvester ist der Oberbegriff für alle. Glaube ich doch. So, das sind hier kleine Baby-Weaver. Oh, wie putzig. Wollen wir einen mitnehmen und das Kuscheltier? Guck mal, ich will dich... Guck mal, wir müssen mit dem Laserstrahl füttern. Nein, wollen wir nicht. Oh, guck mal, ich bin kein... Das ist ein Putt gemacht. Ja, jetzt hab ich's Putt gemacht. Naja, egal. So, wir machen weiter. Baby Reaver ist ja wohl nicht zu fassen. Vielleicht passt auch ein Baby-Avatar. Was auch immer. Naja, egal. Jetzt schnell die Tür zu. Ja, heute Abend gibt's Gegrilltes. Gegrillte Reaver, lecker. Oder in dem Fall müsste man sagen, geblitzt ist. Gegrillte Reaver Steaks auf Möhrengemüse. Auf Möhrengemüse, genau. Was auch immer. Ja. Wir haben sie geblitzdingst. Geblitzdingst. Ja, Men in Black. Nee, wir sind Men in Red Black. Men in Red Black, genau. Und eine Woman. Zwei. Ja, bestimmt, richtig, wir ja auch. Ups. Okay.
durchschnittlich gesehen sind wir... Was sind wir denn? Naja, Krabbelharvester. Ja, Krabbelharvester. So, die Viecher hier finde ich ganz, ganz interessant. Welche Viecher? Wow. Er hat uns fast die liebe Jerome umgebracht hier. Wehe. Oh, Waffenenergie. Heieieiei. Vorsicht, es könnten noch andere da sein. So, diese Viecher hier. Ach, das sind Viecher? Man kann es auf jeden Fall kaputt machen. Sieht gar nicht so viecherig aus. Ich war mir nie sicher, aber ich habe mir gedacht, das könnten vielleicht auch Mini-Warsorts sein. Keine Ahnung. Nein, wir wollen es nicht ausprobieren. Nein, wir probieren es nicht aus. Wir machen ist Warsort jetzt dem sein Name, oder? Also er nennt sich selber Warsort, aber er hat ja vorhin gesagt, ihr werdet den Warsort dienen. Also aber vielleicht ist es aber auch eine Gruppe, also so... Naja. Ja, also so eine im Endkampf. Art, Rasse, wie auch immer. Ah ja, im Endkampf kommt da noch mal ein bisschen was raus. Ach so. Ja, da bin ich schon mal gespannt. Shang, ne? Kommst du jetzt mit? Kommst du mit? Du... Das hat wehgetan, Trottel. Ah. Diese KI ist manchmal nicht so ganz I. Ja, genau. KI. Komische Intelligenz. Ja, ich wollte gerade auch was raushauen, aber mir ist kein schlagfertiges für K eingefallen. Tja. Wie wär's mit... Knuddelige Intelligenz. Nix. Kauzige... Kauzige kümmerliche... Intelligenz. Kümmerliche, das ist... Kümmerlich ist gut. Kümmerliche. Kartoffelige. Was weiß ich. Ja, super. Jetzt kommst du mit. Und jetzt drück ich und du bleibst jetzt drauf. Wehe, einer von euch geht nochmal runter. Habt ihr das gehört? Ja, Papi, Mami. Ja, hallo? Hab ich jetzt nicht gedrückt oder was? Ich hab nicht gedrückt. So, okay. Jetzt fahren wir runter. Ja. So. Ich wusste doch, dass es nicht so leicht werden würde. Nicht so viele Knutscherei, das gibt's nur wieder. Ja. Kommentare. Das gibt Kommentare, wenn wir hier vom Mikro knutschen, ja. Ach, einmal geht nur. Nee, nix. Konzentrieren Sie sich aufs Spiel. Schön. Knutschentzug, ja. Oh, Gegner. Ich würde ja mal speichern, wenn ich du wäre. Nein, ich speichere jetzt nicht. Oh, Mann. Geht sterben, ihr nervt. So. Hier sind bestimmt noch mehr irgendwo. Wie lange haben wir jetzt gespielt? Ich habe keine Ahnung. Waren wir hier nicht schon mal? Nee. Nee, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Aber das ist doch ziemlich nach komisches Ding. Ja, das ist dieser besagte Hauptgenerator. Wir sind also. Ach, der ist das. Wir sind fast an der Stelle, wo wir auch hinwollen. Und jetzt draufhalten wird vermutlich nicht funktionieren. Wegen des Schildes. Richtig, wegen des Schildes. Autsch. Genau, wegen des Schildes geht's nicht. Aber wir können ja weiter nach unten. Und das machen wir auch mal. Wie viel Waffenenergie habe ich denn noch? Ah, okay. Nehmen wir die Dreadnought-Waffe. Ah, und da ist Waffenenergie. Das finde ich gut. Ja. Was ist jetzt los? Das ist der Generator, der Gesuchte. Monroe und Tuber, wir haben den Generator gefunden, der die Dämpfungsfelder erzeugt. Ausgezeichnet, Miss Monroe. Zerstören Sie den Generator und wir werden die Detonationsmax aktivieren. Dann werden wir mit der Evakuierung beginnen. Verstanden. Fenrich, es ist wichtig, dass Sie erfolgreich sind. Die gesamte Besatzung der Voyager zählt auf Sie. Tuvok, Ende. Danke für Ihr Vertrauen. Wir sind bereit, Alex. Ja, sieht doch aus, als hätten wir es fast geschafft. Aber was müssen wir jetzt noch machen? Nun ja, erst einmal laden wir unsere Waffenenergie auf. So, wie kriegen wir den Generator kaputt? Das ist... Ich weiß, wie es geht. Was würdest du machen, Schatz? Die Taktik ist ja immer, dass irgendwie was von oben drauf fällt oder man irgendwo auf diese Balken schießt, dass es umkippt oder... Nein. Oder links diese Strahlen ausschalten da. Genau, die Strahlen. Ja, also hier. Genau das, ja. Machen wir die doch einfach mal kaputt. Um Energie zu sparen, geben wir den Phaser. Funktioniert doch auch ganz wunderbar. So. Und kommt nicht irgendwer, um uns aufzuhalten? Anscheinend gerade nicht. So, noch einmal, dann ist das Dämpfungsfeld aktiviert. Wir können wegbeamen, die Packs hochgehen lassen und das Spiel ist geschafft. Möchte man denken. Aber dann.
Aber dann, wir feuern und was passiert? Wahrscheinlich ist das nur so ein... Die Ätherianer! Sie schaffen es aus dem Dämpfungsfeld. Auf Wiedersehen, Freunde! Wer war das jetzt? Die sind Freunde von uns. Ist das laut? Okay. Aha. So, jetzt. Yes. Da waren wir. Aufgehalten werden. Britzel. So. Jetzt müssen wir ganz schnell irgendwo hinkommen, wo wir fliehen können. Oh. Können wir fliehen? Und gleich muss ich wieder auf Föderationswaffen wechseln. Ah, da ist der Rest von unserem Team. Sehr schön, der Treffpunkt. So muss das sein. Alex, hierher! Los geht's, Fenrich. Unbedeutende Kreaturen. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Diese Forge ist die erste von Millionen. Wir werden die Saat aussetzen. Sie wird zu einer neuen Forge wachsen und weitere Tausende erschaffen. Ihr habt einfach nur das Unvermeidliche verzögert. Vorsorg wird eure Galaxie erobern und dann unzählige weitere. Aha. Ah, genau. Jerome! Sie hat die Stimme wieder abgeblockt. Es muss sie überwältigt haben. Alex, hören Sie zu, wir müssen hier raus. Alles hier wird in die Luft gehen. Kommen Sie, gehen wir. John, nehmen Sie Jerome und bringen Sie sie zurück zur Voyager. Moment, was... Alex, wohin gehen Sie? Sie haben die Visionen gesehen. All das wird wieder von vorne beginnen, wenn ich diese Saat nicht aufhalte. Warten Sie, wir sollten... Nein, Sie müssen Jerome zurück zur Voyager bringen. Meine Entscheidung steht fest. Gehen Sie. Aber... Jetzt gehen wir alleine? Ist die deppert? Tja, Sie gehen alleine. Ich würde sagen, wir spielen noch bis kurz vorm Endkampf. Und dann hören wir auf für diesen Part. Okay. Ob wir den weiteren dann auch noch aufnehmen. Aber ich will wissen, wie es weitergeht. Wir müssen aber weitermachen. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir dieses LP heute noch. Ja. Okay. Das wäre ja sonst mies. Also, finde ich, für mich. Ja. Ja, da geht man so unberuhigt schlafen, ne? Ja, es ist irgendwie so unbefriedigend. Tja, also, wir sind jetzt tatsächlich allein. Und das ist... Blöd, würde ich mal sagen. Ja, ich würde sagen, wir benutzen mal diesen Fahrstuhl hier, oder? Brauchen wir nicht noch irgendwelche Energien von irgendwo... Ja, irgendwo Energie herbekommen... Nee, im Moment können wir keine weitere... Entschuldigung. Keine weitere Energie bekommen. Nee, nee. Entschuldigung. Ja, ja, ist dieses LP fast gefasst, geschafft. Ja, genau. Da bin ich ja mal gespannt, ne? Und wir müssen alleine gegen diesen blöden Vorsort ankämpfen? Ja. Das ist ja... Das müssen wir. Was hat sie sich dabei gedacht? Und dann werden wir hinterher natürlich die Heldin überhaupt und schlechthin. Es sei denn, wir sterben. Ja, aber dann laden wir ja nochmal, ne? Wäre ja blöd. Russell. Nicht vorgesehen im Ende, dass wir nicht gewinnen. Ja, ja, lauter Gegner. Und sich nicht diese Schalen da treffen. Kannst du Bomben schmeißen, wenn jetzt zu wenig. So. Jetzt wird's richtig interessant. Was tust du? Ach, ich mache hier wieder so ein paar Baby-Warlords kaputt. So. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Seht ihr dieses riesige Teil von Waffenenergie-Terminal? Ja, wir sehen es. So, guck mal auf die Waffenenergie. Wir wissen ja, wir können sie aufladen. Wir nehmen mal hier so das Kompressionsgewehr. Wir wissen ja, bis 300 können wir kommen. Ne? Was passiert, wenn ich das jetzt benutze? Wumm. Und es lädt und lädt und lädt und lädt. Auf 999. Im Kampf gegen den Vorsort werden wir diese Massenenergie mehr als einmal aufbrauchen. Das hast du mir schon erzählt. Ja, aber das finde ich immer wieder krass. Ja, ja, das gilt übrigens auch hier für die Kristallenergie. Ja, dann wollen wir mal diesen Dinger hier benutzen. Und nach oben fahren. Den Schacht ganz, ganz nach oben. Ich glaube, es kommt gleich nochmal eine Zwischensequenz. Glaube ich.
Das heißt, wir müssen jetzt erstens gegen diesen Vorsort kämpfen und zweitens explodieren auch noch diese Bombenpacks und das Schiff fliegt uns dann irgendwann vielleicht um die Ohren. Also wir haben quasi... Warum sagt sie nichts? Sie antwortet nicht. Heinrich Monroe, melden Sie sich. Miss Monroe, Sie missachten Ihre direkten Befehle. Ja, sie konzentriert sich jetzt bloß noch auf eins, ignoriert die Meldung von Tuvok. Vielleicht auch besser so. Sich nicht mehr ablenken lassen, demotivieren. Helden sind immer die, die nicht auf andere gehört haben. Stimmt. Also zumindest in der gängigen Fantasy- und Science-Fiction-Literatur. Ja. Helden immer die, die nicht das gemacht haben, was alle wollten und trotzdem natürlich Erfolg hatten und das Böse besiegt haben. So, hier noch einmal Lebensenergie. Da hinten ist die Kammer des Vorsort. Die Kammer des Schreckens. Die Kammer des Schreckens, genau. Alexandria Monroe und die Kammer des Schreckens. Super. Ja, nicht mit Harry Potter. Doch, da klingelt was. Mein das Handy ist ein Zeichen, dass wir jetzt Schluss machen. Oh, mit meinem Draken sein Klingelton, das ist so, passt so gar nicht so. Wer hat mir geschrieben? Ein SMS von... Nicht vorlesen. Ein MMS. Oh. Oh. Meine Mutter hat ein Bild von meinem Hund geschickt. Oh, wie süß. Oh, Asta ist so knuffig. Ja, ich liebe meinen Hund. Ich liebe deinen Hund auch. So, egal. Wir sind hier immer noch im Spiel. Ja, also, nur so Handy, nebenbei. Handy mal kurz lautlos schalten und aufs Bett damit. So, dann ist es außer Reichweite. Ups. So, okay. Geht weiter beim nächsten Mal mit dem epischen Endkampf. Genau. Macht's gut. Ja, bis dann. Viel Spaß beim Warten. Genau. Ja, wir spielen es gleich weiter. Genau, weil ich den Part hier hochlade und nicht. Ja. Genau. Oh, wir sind gute so Nacht. Ja, genau, gute Nacht. Macht's gut. Bis in der Woche oder so. Okay. Ja. Tschüss. Tschüss.